Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Subnautica Below Zero. Und wie immer erstmal Dankeschön an all diejenigen, die den letzten Part positiv bewertet haben. Bedeutet mir viel, damit helft ihr mir und den Kanal am besten. Vielen Dank dafür und ja, bitte weiter so. So, das war's mit der automatischen Roboterstimme am Anfang. Und jetzt sind wir genau an der Stelle, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und zwar... Ich finde den Spiegel nämlich ein bisschen interessant. Sorry dafür. Und zwar gucken wir jetzt ganz kurz nach. Wir gucken gar nichts nach, aber... Egal. Wir fahren gerade nach Hause. Dann machen wir uns eine Lasercutter und dann machen wir uns auf den Weg Richtung Paradise City. Natürlich nicht Richtung Paradise City, sondern zu den Schiffswracks. Das ist das große, das ist der große Plan. Hab ich eigentlich schon? Ja, hab ich, oder? Kreislauf doch gerät. Ja, hab ich. Ich bin der große Pimmler. Wahnsinn. Ach ja, Batterien brauchen wir auch. Reparaturwerkzeug haben wir. Schweißgerät brauchen wir. Eine Batterie. Surprise, surprise. Kopfwerts hab ich. Tja, jetzt haben wir ein Problem, ne? Ne, scheiß drauf. Machen wir mal so. So. Dann können wir auf jeden Fall den hier machen. Dann können wir den hier machen. Und dann können wir nochmal kurz gucken, denn ich weiß es schon wieder nicht mehr. Kristalliner Schwefel. Habe ich den hier? Habe ich nicht. Aber draußen habe ich auf jeden Fall kristallinen Schwefel. Das weiß ich, da bin ich mir sicher. Ich weiß noch nicht wo. Da. Perfekt, damit haben wir einen Laserschneider. Das ist schon mal eine richtig, richtig feine Sache, Leute. Werkzeug, Laserschneider. Perfekt. Und damit wäre dieses Problem auch beseitigt. Moment, nehmen wir hier nochmal zwei gleich mit. Ah, komm, scheiß die Wand nicht an, nehmen wir drei mit. Zwei. Okay, ich kann aber ein bisschen was jetzt zurück tun. Magnetit weg. Die weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Eins davon, jetzt haben wir 2, 4, 6, passt. Kann ich noch eins davon. Eine Batterie können wir noch herstellen. Und dann brauche ich nochmal zweimal Kupfer, ne? Da ist das Kupfer. Machen wir hier zweimal Gold dran. Die Dinger sind halt jetzt null sortiert. Wie man unschwer erkennen kann. Aber ist ja Latte, ne? So. Eins kriege ich hier noch rein. Geil. Dann habe ich schon wieder keinen Platz mehr, ne? So. Batterie. Und Batterie. Was habe ich hier? Titan drin? Habe ich nicht. Aber hier hatte ich Titan reingetan. Das hätte ich mal besser nicht machen sollen. Papier. Du kannst weggehen. Dir schenke ich dein Leben. Dich brauche ich. Zack. Okay, nehmen wir uns direkt noch ein paar Wasserflaschenfische mit. Das ist der Plan nämlich. Und der Plan ist gut. Ich will dich haben. Du bist viel leckerer mit deinen drei Schwänzen. Das hört sich gar nicht mal so lecker an, wenn ich es laut ausspreche. Gut. Du kommst mit und Freundchen, du kommst mit. Okay. Dann. Machen wir uns erstmal was zu beißen. Machen wir erstmal was trinken. Ich kenne mich. Ich mach sonst aus, wir sind die Blasenfische kaputt. Ich kenne mich. Das ist wieder Klassiker. Blasenfisch kaputt, zack, fertig. Und dann... Echt? Ich kann immer noch. Wie viel habe ich denn eingepackt? Und dann kochen wir uns den hier schnell. Und... Den gönnen wir uns auch. Zack. Und zack, eine weggecrispt. Jetzt würde ich halt gerne noch die Materials irgendwo. Hilft nichts. Machen wir noch so ein Schwimmschränkchen. Mann, Mann, Mann.
deutsche Sprache, schwedische Sprache. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, 4 Stück habe ich für die Ständchen gebraucht. Wenn ich mich nicht täusche. Man sieht, ich habe mich nicht getäuscht in dem Fall. Gut. Und. Schubsdiwups. Zack, 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 zack. Und die Leere tun wir auch rein. Der Rest passt. Gut. Dann. Ich glaube. Ich glaube, ich will noch 2 Bojen mitnehmen. Das kommt immer gut. Boje ist immer gut. Moment. Ich weiß gerade noch nicht genau, was ich dafür brauche. Kupfererz und Titan. Zweimal Kupfererz und zweimal Titan. Zweimal Titan. Zweimal Kupfererz. Läuft. Quatsch. Und dann können wir die Schiffwracks und sowas auch wieder. Ja, da können wir eine Position. Können wir uns markieren. Darauf wollte ich hinaus. So, und wie gesagt, ich glaube, wir müssen zur Insel. Irgendwo so an der Seite von der Insel, behaupte ich, war das. Da hauen wir dann nachher gleich mal einen Rückwärtsgang rein und gucken in den Spiegel. Weil im Spiegel, ich finde, im Spiegel erkennt man relativ viel. Weil, wenn mich fragt, haben die dann Renderproblem. Das Wasser ist weg und ich habe eine endweite Sicht. Finde ich. Daher cruisen wir jetzt mal kurz hin. Und da schauen wir dann. Wie gesagt, ich glaube. Damit bin ich mir fast sicher, dass es irgendwo bei der Insel war. Zumindest Richtung Insel. Und da können wir dann, wie gesagt, mal den Rückwärtsgang reinhauen und mal gucken, ob wir es sehen. Das erste Mal habe ich es nämlich, bevor wir es überhaupt gefunden hatten, das habe ich danach in der Aufnahme gesehen, tatsächlich im Rückwärtsgang gesehen. Es ist mir nur in der Aufnahme nicht aufgefallen. Ziemlich lustig gewesen. Dachte mir so, what the fuck? Was ist das? Und dann, im nächsten Part hatten wir es eh gefunden und dachte mir, ah, okay, das war das. Alles klar. Was haben wir hier? Schaut aber aus wie ein einfaches Sea-Truck-Teil. Okay. Hauen wir mal den Rückwärtsgang rein. Irgendwie Tiere sind hier auch mangelbar, ne? Also hier bin ich mir annähernd sicher, okay, ich gucke jetzt mal ganz kurz schnell nach, wie weit wir an. Die Insel ist ja direkt da. Das heißt, wir könnten eigentlich. Von da kommen wir. Da wollen wir hin. Hier einmal so an der Insel entlang schwimmen. Denke ich, werden wir es schon finden. Wird schon irgendwo hier sein. Ja, ja, ich habe euch schon gesehen. Ihr unfreundlichen Drecksviecher. Ah, der war noch hinter mir. Was ist das denn? Ja, wir müssen noch demnächst mal reparieren, das ist mir schon klar, aber noch halten wir ein bisschen Geknabber aus. Also einen Diamant mal mitnehmen. Ja, wieso nicht? Lieber jetzt mitnehmen und nicht brauchen und später brauchen nicht zu haben, ne? Ihr kennt mein altes Sprichwort. Sind echt viele von den Drecksviechern. Habe ich beide getriggert? Ey, da sind echt viele gerade von denen. Wir sind hier gerade so viele. Und da ist schon wieder einer.
Wieso habe ich das Licht nicht an? Fragen über Fragen, Leute. Bis hier sehe ich es noch nicht. Aber da unten sehe ich trotzdem irgendwas. Ey, nice. Das hatten wir beim letzten Mal gar nicht mehr gefunden. Das kennen wir ja schon. Von einem früheren Part. Cool, das hatten wir echt nicht mehr gefunden. Wo sind wir? Wir sind bei minus 391, minus 143, minus 824. Geile Sache. Da können wir natürlich jetzt mal reindippen, ne? Sehr schön. Hatte ich beim letzten Mal wirklich nicht mehr gefunden. Da könnten wir, da können wir tatsächlich auch. Ich glaube, das war eine Mine, oder? Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Jetzt schauen wir mal, ob es hier irgendwelche Infos gibt. Und wenn nicht, dann holen wir nochmal ein bisschen Luft. Ich glaube, hier drin finden wir nämlich den Prawn. Ich glaube, das ist der Prawn-Platz. Ich hatte mich beim letzten Durchgang tatsächlich schon gefragt, wo es wohl ist, wo die Scheißhöhle ist. Aber unterm Strich war es mir dann auch ziemlich wurscht. Was, ich save mal ganz kurz. Und dann schauen wir mal rein. Ich weiß nicht, das war ein ziemlich fieser Weg auf jeden Fall. Ich schaue mich jetzt erstmal hier oben um. Danach können wir nochmal Luft holen. Ja, das war auf jeden Fall eine Mine. Aber ich dachte eigentlich, dass hier oben auch schon was gab. Aber ganz offensichtlich nicht. Kein PDA, kein gar nichts. Echt strange, ne? Da kann ich... ja, nicht durchlasern. Schaut aber interessant aus. Kann ich da irgendwo anders durch? Nee. Irgendwas Vulkanisches. Geht hier volle Lotte ab. Aber volle Möhre, Leute. Egal. Dann holen wir jetzt mal Luft. Und dann dippen wir mal runter, ne? Das ist der Plan. Der Plan ist doch gar nicht mal so verkehrt. Ah, zack. Und Bingo Bongo. Rein mit uns. Batterie passt auch noch. Ist noch alles im grünen Bereich. Ich bin mir fast sicher, dass ich jetzt einmal ertrinken werde, weil das war schon echt, echt deep. Wenn ich mich recht erinnere. Rock Puncher. Aber ich bin mir annähernd sicher, dass ich hier damals den Prawn gekriegt habe. Oh, nice. Das ist natürlich eine feine Sache, ne? Das erhöht die Überlebenschancen definitiv. Oh ja, Baby. Oh ja, Baby. Rubine, Rubine. Was war das denn gerade für ein Gold? Da. Die Rock Puncher haben hier Modell 3. Nicht irgend so ein Low-Budget mit Dingens. Sondern direkt das 3er. Na, Moment, ich mach gleich. So, wer Bock hat auf Lesen, ne? Jetzt lässt du mich in Ruhe. So, und. Ey, das könnte. Da habe ich gerade was über die Sunbeam gelesen.
Was bist du denn? Ich hab's mal mitgenommen. Steinlaus. Das ist ja geil. Okay, ist mein... Kann ich ja nochmal saugen? Dann hat die Frage, was machen wir? Ich würde fast sagen, wir gehen nochmal ganz kurz hoch und dann nochmal runter. Ich habe mich jetzt da unten ziemlich lang aufgehalten. Und muss ja jetzt nicht sein, dass ich ertrinke, oder? Ich glaube nämlich, wir schaffen es noch hoch. Dann gehen wir mal ganz kurz in die in Trucky McTruck rein. Können wir mal ganz kurz den PDA lesen. Ich kann ihn dann mal kurz anschalten nochmal. Und danach dippen wir nochmal runter. So. Wo war das wohl? Altera. Da, das ist es. So. Also wenn ihr Bock auf Lesen habt, gell? Einfach machen. Genau. So, meine Freunde. Das war's aber auch mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.